Was mache ich denn? Oh, Alter. Ernsthaft? Und dann mache ich auch noch. Alter. Ja. Das zum Thema, wir werden gleich gejagt. Ich hoffe, er rennt jetzt nicht. Da haben wir noch eine Batterie. Sogar zwei Stück. Wow. Und heute ist unser Glückstag, Leute. Ah, ich wusste. So, da kommt er nicht mehr rein. Hoffentlich. Da haben wir noch eine Batterie aufgenommen. Ja, der kann aber nicht reinkommen. So, was? Da haben wir noch eine Sicherung. Gut, der sieht tot aus. Invite zur Wallweide, okay. Interessante Sache. Ich hab. Da rauskommen, sind wir doch tot. Ich weiß es doch jetzt schon. Mist. So. Ich weiß nicht, wo die Typen jetzt hin sind. Ist mir auch egal. Ich habe eh die Befürchtung, dass er uns gleich wieder jagen wird. Da, bist du? Okay, hier sind sie. Fuck, fuck, wo lang, wo lang? So, jetzt versuch mal. Jetzt. Okay, ich versteck mich einfach hier jetzt. Nachladen. Und einen Schluck Kaffee. So. Jetzt haben wir die kompletten Sicherungen, aber Probleme. Wir haben 5 Batterien, das ist nicht das Problem. Wir haben Gegnerkontakt, also Drive in the Nails. Na lecker. Oh, hi. So lang. Hau ab, Penner. Oh Gott, ich hab doch die Tür zugemacht, ne? Hi. Verfehlt. Ah, wie kam der von hier? Ach Mann. Ah, von hier kam. Okay, folgt er uns noch? Nee. Ach, das doch nicht. Ja? Was war das denn jetzt? Hätte ich ihn jetzt ganz schnell greifen müssen oder wie? Na, das ist jetzt blöd. Oh. ist das... Okay, müssen wir jetzt irgendwie runter oder was?
Bitte sag nur, dass wir runter müssen. Das hört sich so deutlich nach dem Fetten an. So, wenn er irgendwo runtergefallen ist, dann muss er ja hier gelandet sein. Das ist die Toilette, da wollten wir nicht hin. Kann es sein, dass der... Bitte lass es hier sein. Ich hab... Manchmal... Gut, also es ist doch nicht schlimm. Ich dachte schon... Oh mein Gott! Wir sind hier falsch. Falsch verbunden. Komm, was? Wo bin ich dann festgehangen? Mann, dann hängen wir ich noch fest, aber die lassen mich doch nicht. Tür zu. So, haben wir das auch gemeistert. Achso, es war ja das hier, ne? So. Kann er abschließen? Natürlich nicht. Wäre aber gut gewesen, wenn er auch abschließen könnten. Oh, bitte nicht. So. Ich hab's ja befürchtet. So, hier kann ich mal kurz das ausmachen, weil das verschwendet sonst nur unnötigerweise unsere Energie. Also unseren Strom, unsere Batterie. Und so viel haben wir davon jetzt auch nicht. Also nur 4 Stück ist nicht gerade viel, ne, Leute. Mann! Ich hasse solche Spielchen eigentlich. So. Wir können mal. Auf. Ja, kann er mal kurz die Kamera abnehmen? Vielleicht ist es gut, wenn wir ohne Kamera springen. Ja. Voll unser Blut. Nein, ich will dem Blut nicht mehr folgen. Da kann man nicht lang, Kumpel. Achso, da geht das Blut lang. Okay. Haben wir hier irgendwie eine Batterie oder so? Oder geht's da lang gegangen? Gut, da gehen wir nicht lang. Oh Gott. Aber der Tod hat eine Batterie für uns. Gut, wir laden nach. Wir müssen da lang. Da gehen die Psychos lang. Wenn das einstürzt, sind wir unten und tot, glaube ich. Gut, ich glaube. Das gefällt mir eigentlich nicht. Haben wir Batterien? Ne. Und schon wieder die tolle Akte X-Musik. Na super! War da jetzt ein Loch oder was? Keine Batterie. Doch, da ist eine Batterie. Beim Radio natürlich, da muss es ja auch hin.
Wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Wieder hoch oder wie? Das klingt so, als ob wir auf Betten klettern müssen. Das gefällt mir auch nicht ganz so. Okay, hoch. Und hoch. So. Achtung, was war das Bett? Ich dachte, das wäre jetzt eine Batterie. Ist das da eine? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich lang müssen. Das kann aber nachgucken. Tab. Folge der Blutspur, Folge der Blutspur, Folge der Blutspur. Ich sehe keine Blutspur. Ich sehe nur, dass unsere Batterie mal wieder den Geist weit aufgeben wird. Ah. Kaffee ist leider leer. Ich kann mir jetzt nicht mehr so mit Ruhigung trinken. So, da sind wir runtergesegelt, glaube ich. Ich glaube, da hatten wir auch gar kein... Oh, und dunkel. Und Schritte. Ich lade mal die Batterie neu. Waren das unsere Schritte? Ah, das sieht auch so geil aus mit dem Regen an der Scheibe. Oh, herrlich. Feiere ich ja übelst das Game eigentlich. Auch wenn ich mir dabei immer Hose scheiße und neue Unterwäsche brauche. Da haben wir aber einen Akt, den können wir vorlesen. Gut. Auszug aus Tagebuch von Shirley Pierce. Patientin in der Mount Massive Nervenklinik 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen. Und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen. Heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ich glaube nicht, dass du in guten Händen bist. Ich zweifle es sogar an. So, da bin ich nicht lang. Ich suche hier noch nach. Das sind nur meine Schritte. Ich lausche auch. Seitdem ich das hier spiele, stark auf Schritte und so, das hat er auch noch nie gemacht. Wir gehen doch hier lang. Vielleicht finden wir hier noch was. Ja, eine verschlossene Tür finden wir hier. Interessant. Shit. Wir müssen echt. Ich will nicht, Leute. Was? So, wir gehen da lang. Wir gehen nicht den offensichtlichsten Weg. Ist das eine Batterie? Nein. Wir haben hier einen Toten und eine Batterie. So, der sieht tot aus. So, ich weiß nicht, wo der Weg hinführt. Aber ich glaube nicht, dass hier mehrere Wege so rum. Aber eine Batterie! Geht die auf? Nein! So. Leuchtet die Kamera eigentlich, wenn man nach eigentlich ist das. Okay, da gehen wir nicht rein. Gut. Ich habe die Befürchtung, dass wir da rein müssen. Nein. Oh Gott. Was machen die eigentlich hier? So, wir haben eine Notiz geschrieben. Lügen. Ich erkenne die Handschrift Martha Martin. Hat hier einen Mann umgebracht. Sie sind die Lügen, von denen er spricht. Die finden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen. Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Kultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Was ist ein Summen eigentlich? Du hast da eine Akten. Ach, diese Akten, kann man die nicht lesen? Er hat hier einen Mann getötet, also. Und, das sieht echt abgeschlachtet aus. Was will er uns bloß sagen, dieser. So.
Schön fleißig Feuer nachladen. In der Flucht ist es nicht ganz so gut.